Wie ist die Lage? 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 Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt seit über einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Und jetzt kommt erstmal gute Werbung. Bis gleich. 8 Bühnen, eine ungewöhnliche Show. Ein Ziel. Hamburgs Kulturhelfen. Einer kommt, alle machen mit 2021. Mit großartigen Soloauftritten von Ina Müller, Tim Melzer, Jane Mädel und vielen mehr. Im Stream ab dem 12. Mai. Alle Infos und Spenden unter www.einerkommt.de. Ach ja, und ich bin auch dabei. Heute befrage ich den Hafenkapitän Jörg Pollmann. Ahoi, Herr Pollmann. Ja, moin, Herr Meyer. Schön, sich mit Ihnen zu unterhalten. Ja, gucken wir mal, wie schön das mit uns beiden wird. Lieber Herr Pollmann, dieser Tage reden wieder alle über den Hafen, eher aus einem traurigen Anlass, denn der Hafengeburtstag fällt aus diese Woche. Wie ist denn sonst die Lage im Hafen? Also wir haben immer, das ist ja meistens so, es gibt immer eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte haben Sie gerade gesagt, wegen der Pandemie fällt der Hafengeburtstag aus. Aber wir haben natürlich auch eine gute Nachricht. Gestern konnten wir die erste Stufe der Fahrrinnenanpassung umsetzen. Das heißt, die Schiffe, die großen Containerschiffe und die Bulkcarrier können jetzt mit größeren Tiefgängen den Hamburger Hafen anlaufen. Also es ist immer so im Leben nach dem Motto, es gibt gute Nachrichten, es gibt schlechte Nachrichten. Und das hört sich so ein bisschen mal wieder die Waage. Das heißt, die wirtschaftliche Zukunft ist gesichert, weil größere Schiffe in den Hafen kommen können. Aber ich sag mal, an Unterhaltungsfaktor, das bleibt alles noch eher im Graubereich jetzt für dieses Jahr, was die Feiern angehen und so weiter. Ich würde nicht sagen, dass das im Graubereich ist. Wir wissen doch durchaus schon, was auf uns zukommt. Und das ist eben der Punkt. Wir müssen mal gucken. Wir haben jedes Jahr, feiern wir den Hafengeburtstag. Das ist ein tolles Event. Das macht viel Spaß. Da sind wir auch gerne mit dabei. Und ich bin ja auch als Leiter des Arbeitskreises Wasser ganz wesentlich damit eingebunden. Aber ich sag mal, das ist so ein bisschen in Anführungszeichen nebenbei. Das ist so ein bisschen die Kür. Die Pflicht ist natürlich, dass wir dann sicherstellen, dass der Hafen sicher erreichbar ist, dass wir gute Anlaufbedingungen haben. Und das nicht nur im Alltag, sondern auch in solchen Lagen wie jetzt während der Pandemie. Damit beantworten Sie eigentlich die naheliegende nächste Frage. Was macht ein Hafenkapitän eigentlich? Das heißt, Sie sorgen im Groben für Ordnung und für Zukunft, richtig? Ja, also schön zusammengefasst kann man eigentlich sagen, ich bin zuständig mit meinen Kolleginnen und Kollegen für die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs. Das bedeutet, Sicherheit kann sich jeder was drunter vorstellen. Es muss natürlich, wenn so ein großes Containerschiff den Hamburger Hafen anläuft, dann muss es sicher sein. Und diese Schiffe kommen nicht irgendwie jetzt aus dem Dunkel hier plötzlich vor der tauchen die vor der Elbmündung auf und dann sagen die, ey, ich will nach Hamburg. Sondern das ist natürlich über Tage schon vorher geplant. Wir wissen genau, welche Anläufe da sind. Wir koordinieren das. Die Schiffe bekommen exakt vorgegeben, zu welchem Zeitpunkt sie dann in der Elbmündung sind, damit sie dann durchfahren können. Es ist im Vorwege klar, wie lange werden die Lade- und Löschaktivitäten dauern, sodass wir auch das Auslaufen schon wieder entsprechend dann planen und koordinieren können. Das läuft alles. Das ist, läuft auch sehr exakt. Das ist Sicherheit. Wenn man jetzt aber die Leichtigkeit noch mit dazu nimmt, dann bedeutet das natürlich, dass wir möglichst viele Schiffe sicher über die Elbe in den Hafen bringen wollen. Das heißt, wir wollen hier natürlich eine effiziente Wasserstraße vorhalten. Wir wollen nicht nur sicher die Schiffe hierher bringen, sondern wir wollen auch möglichst viele Schiffe rein und rausbringen, ohne dass es zu Gefährdungen kommt. Und das kann man zusammenfassen, ist die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs. Und dafür halten wir hier in Hamburg eine der modernsten Verkehrsleitstellen auf dem Wasser weltweit vor. Wenn Sie sagen, das wird alles exakt geplant, ist alles nachvollziehbar. Ab wann gibt es denn die große Sicherheit, wann ein Schiff tatsächlich im Hafen ankommt? Ist das tatsächlich erst, wenn es die Elbmündung erreicht? Oder ist das tatsächlich mit allen Unwägbarkeiten auch schon eine Woche oder zwei Wochen vorher, dass Sie wissen, um 15 Uhr kommt die Queen Mary bei Ihnen an?
Also wir wissen jetzt bei den Containerschiffen. Ja. Mal, jetzt hatten wir, die ich alle mit Namen nicht kenne, natürlich. Tagen vor dem Hafengeburtstag hatten wir jetzt, also vor dem jetzt in der Woche, hatten wir ja auch mal ordentlich Wind. Das heißt, dieser Wind in der Nordsee, im Atlantik, überall, das kann natürlich auch so ein bisschen die Ankunft der Schiffe durcheinander pusten. Wir bekommen laufend Updates, exakt wo sind die Schiffe. Und wenn ich weiß, dass ein Schiff tiderabhängig hier in die Elbe einlaufen muss, dann wird das Programm, meinetwegen kommt das Schiff aus Rotterdam, dann wird das B- und Entladen in Rotterdam schon so abgestimmt, dass das Schiff exakt zu dem Zeitpunkt ausläuft dort, sodass es dann in time hier auch in Hamburg ist und kann so wieder einlaufen. Und genauso ist es bei uns. Wir gucken nicht nur bei uns an, sondern wir gucken an, wie sind die Abläufe bei uns. Der Reeder sagt aber, ey, pass auf, ich muss aber als nächstes nach Southampton und dort habe ich meinen garantierten Liegeplatz dann und dann um die und die Uhrzeit. Also stellen wir wird die Beladung in Abstimmung mit dem Terminal so abgestimmt, dass wir auch garantieren, dass das Schiff dann zum richtigen Zeitpunkt hier den Hamburger Hafen wieder verlassen kann, um den Liegeplatz im Anschlusshafen zu haben. Das sind sehr komplexe Vorgänge. Sie kennen das so ein bisschen, wenn Sie meinetwegen jetzt mal außerhalb der Pandemie, Sie sitzen im Flugzeug und wollen nach Mallorca fliegen und dann kommt die Durchsage vom Piloten, Sie haben noch keine Verkehrsfreigabe, Sie müssen noch ein paar Minuten warten, aber dann geht's los. Eine ähnliche Geschichte ist es bei uns, bloß eben nicht mit ein paar Minuten Vorgaben, sondern dass wir uns schon über Tage exakt angucken, genau wer kommt, wer will wohin, wie sind die Abläufe. Und das wird alles koordiniert. Wir sind da entsprechend IT-mäßig die ganze Elbe rauf und runter miteinander vernetzt. Das kann man natürlich immer und das wollen wir immer noch weiter optimieren. Aber eigentlich sind wir da schon auf einem ganz guten Stand. Was man auch daran sieht, dass wir eigentlich regelmäßig aus der ganzen Welt Besuchergruppen, Fachbesucher hier haben, die sich dann angucken, welche Technik setzt ihr ein, welche Prozesse laufen da im Hintergrund und wie seid ihr eigentlich organisiert. Also das meine ich, es gibt immer, jedes System kann man verbessern, aber wir sind da eigentlich schon auf einem ganz guten Stand. Sie sind seit 27 Jahren Hafenkapitän. Da haben Sie wahrscheinlich ja früher noch mit viel mehr Papier und Zirkel gearbeitet. Jetzt macht das alles eine Software. Oder wie viel ist da noch Handarbeit bei? Und also Kopfarbeit? Ich bin jetzt 62 und habe eigentlich so eine, eine Transformation eigentlich mitgemacht. Als ich mal nach der Schulzeit in der Seeschifffahrt angefangen bin mit der Ausbildung, da war dann eigentlich alles noch. Da wurden Staupläne mit der Hand gezeichnet. Da wurden Kisten und Kasten und Säcke geladen. Wenn mal ein Container kam als Ausnahme, dann wurde er bei uns behandelt wie eine große Kiste. Und diesen Übergang von den reinen Stückgutschiffen zu den Semikontainerschiffen, zu den Vollcontainerschiffen, das ist etwas, was ich voll mitgemacht habe. Und genau das Gleiche war, als ich nach dem Motto aus der Schule kam. Da wusste kein Mensch, was eigentlich ein Computer ist. Oder es ging mal gerade mit den ersten Commodores ging es los. Und die Entwicklung, und die hat sich dann langsam Step by Step ergeben, und da sind wir natürlich auch hier und in den über 20 Jahren, die ich jetzt hier bin, dann kann man die Technik und die Abläufe, die kann man nicht mehr miteinander vergleichen. Aber auch wenn man sich allein die Schiffsgrößen mal anguckt, die Ladefähigkeit der Schiffe, der großen Containerschiffe, die hier heute den Hafen anlaufen, die ist viermal so groß wie bei den größten Schiffen, die den Hafen angelaufen haben, als ich hier mal angefangen bin. Daran sieht man so ein bisschen die Entwicklung. Wir haben uns da laufend angepasst. Wir stimmen uns dazu eigentlich auch laufend mit Kollegen ab, ob das in internationalen Gremien ist oder im Austausch auch mit anderen Häfen. Beispielsweise haben wir jetzt gerade ganz neu jetzt aufgelegt einen Austausch mit Tanger in Marokko. Ist übrigens der größte Containerhafen Afrikas. Die waren ausgesprochen auch interessiert, hey, wie geht ihr mit bestimmten Dingen um? Für uns war sehr interessant, was baut ihr da aus, welche Technik setzt ihr da ein, welche Abläufe habt ihr da? Und daraus hat sich dann auch wieder eine Kooperation ergeben, so wie wir die auch mit vielen anderen Häfen auch schon haben. Das heißt, man lernt auch voneinander, wie geht man eigentlich mit solchen Dingen um? Jetzt ist Ihr Titel ja Kapitän, aber halt nur Hafenkapitän. Wann waren Sie denn das letzte Mal auf dem Schiff eigentlich? Und ist das nicht ein bisschen wie Trockenschwimmen? Nö, das ist jetzt so, ich habe meine Fahrzeit gehabt. Ich bin 12 Jahre lang von der Pike auf zur See gefahren, habe meine Ausbildung gemacht, habe meine Fahrzeit gemacht. Und das Ganze ist dann so ein bisschen auch der Familie geschuldet. Wenn Sie morgens zur Arbeit gehen und kommen ein halbes Jahr später wieder nach Hause, dann ist das nicht so wirklich familienfördernd. Und das gab dann, oder ich sag mal, bei meiner Tochter, bei meiner Ältesten, da war das so, ich bin eingestiegen, da war meine Frau, ich wusste gerade, dass sie schwanger ist. Als ich wiederkam, war es 14 Tage vor der Geburt. Irgendwie hatte sie sich im Aussehen so ein
bisschen verändert. Aber das sind Dinge dann, wo man dann überlegt, dann, ey, es ist eigentlich richtig, immer 3 Monate zu Hause, 6 Monate auf See. Und daraus ergab sich dann so ein bisschen nach dem Motto, dass man sich mal umgeguckt hat. Und wie heißt das immer so schön? Er sank von Stufe zu Stufe, am Ende wurde er im Hafen gesehen. Nein, aber das war eine interessante Geschichte. Ich bin hier in den Hafen reingekommen. Dort damals bin ich in der Stauerei bin ich gestartet. Das heißt, wo die End- und B-Ladung der Schiffe koordiniert wird. Bin dann durch verschiedene Stufen da durchgegangen. Bin dort Abteilungsleiter geworden, bin da Betriebsleiter geworden. War dann irgendwann ein Leiter einer der großen Kaibetriebe hier im Hamburger Hafen. Und von da aus habe ich den Schritt dann gemacht zum Hafenkapitän. Und das muss ich sagen, da fühle ich mich pudelwohl. Und da sitze ich jetzt eigentlich immer noch, ja, quietschvergnügt und puppenlustig. Sie haben ja aber ja ganz viel mit Seeleuten und Seefahrern zu tun. Wie viel Romantik steckt denn da im heutigen Job? Also früher war es ja so, dass der ganze Ruhm der Reeperbahn ja im Grunde durch Leute, die von Schiffen runterkamen, geprägt wurde, dass die Kneipen da leer getrunken haben und so weiter. Das wird man sich ja heute wahrscheinlich gar nicht mehr erlauben können, ne? Weil die Liegezeiten ja auch immer teurer geworden sind. Ja, nicht nur die Liegezeiten sind immer teurer geworden, sondern auch natürlich die Hafen, die Beanspruchung der Besatzung, die sind ja auch immer kürzer geworden. Wenn ich jetzt meinetwegen dann denke, in meinem ersten Ausbildungsschiff auf dem Rhein, ein Stückgutschiff, ich sage mal, mein Gott, das Schiff, das war 140 Meter lang, das ist heute ein Vierschiff. So die großen Containerschiffe hat das so ungefähr die Größe von deren Rettungsbooten, mal übertrieben gesagt. Aber das sind Dinge, die haben sich massiv geändert. Wenn man da lag man 3-4 Tage im Hafen, da hatte man auch mal die Möglichkeit, was wir damals auch gemacht haben, dass wir dann durchaus mal mit 2-3 Mann uns ein Taxi geschartert haben, haben gesagt, so, und jetzt fährst du uns hier mal zu den Sehenswürdigkeiten. Ganz niedlich beispielsweise, aus der damaligen Zeit, war das in Taiwan, in Kaohsiung. Da bin ich jetzt vor ein paar Jahren in meinem Job als Hafenkapitän wieder gewesen und haben wir Gespräche mit der dortigen Hafenverwaltung, übrigens auch einer der größten asiatischen Häfen heute. Und dann habe ich alte Bilder mitgenommen von 1975, die ich damals so mit der Aqua Click gemacht habe. Und das war so eine Tour. Da haben wir so ein Taxi geschartert. Wir kein Wort Chinesisch, der Taxifahrer kein Wort Englisch und kein Wort Deutsch, aber wir haben ihn begreiflich gemacht, du fährst uns jetzt mal hier rum und zeigst uns, was es hier Interessantes gibt. Und dann habe ich da Bilder gemacht von Tempeln, die ich dann jetzt vor ein paar Jahren wieder mitgenommen habe nach Kaohsiung und habe gesagt, guck mal hier, wo war das eigentlich und was in Gottes Namen ist das eigentlich da auf dem Bild? Und die dann total erstaunt waren und auch erfreut waren, dass ich mal sowas mitgebracht habe. Und das heißt, ich habe dann irgendwann 30 oder 40 Jahre später mal gelernt, was für ein Tempel ich da eigentlich mal in den 70er Jahren besichtigt habe. Weil es gab damals kein Internet. Und als Heinz Seemann, da wussten sie auch nicht im Vorwege, wenn sie ein halbes Jahr an Bord sind, dann wussten sie ja nicht, wo bin ich in 3 Monaten. Das heißt, sich mal einen Reiseführer oder sowas mitnehmen, das ging nicht. Aber und dann ergaben sich solche Dinge. Und heute ist es eben so, dass die Hafenaufenthalten jetzt nicht mehr in Tage, sondern in Stunden gerechnet werden. Und gerade, ich sag mal, wenn Sie dann viele Dinge haben, seien es Arbeiten an der Maschine, seien es sonst welche Dinge, die können Sie nur machen, wenn die Maschine steht. Das heißt, die Besatzung hat nur schwer Möglichkeit, von Bord zu gehen. Und jetzt wirklich die alte Romantik der Hafenkneipen, die ist vorbei. Was heute ist, und da sind wir eigentlich auch stolz drauf, dass wir die entsprechenden Seemannsmissionen haben, so wie den Duckdal, eines der besten Seemannsheime weltweit, die jetzt immer wieder gewählt worden sind, wo die abgeholt werden, die Seeleute, wo sie hingehen können, dort können die telefonieren, dort haben die Internet, dort können die sich Kleinigkeiten einkaufen für den täglichen Bedarf, sodass die dann wenigstens mal die Möglichkeit haben, mal vom Schiff runterzukommen. Das hat sich also in den letzten Jahrzehnten ganz erheblich geändert. Lieber Herr Pollmann, herzlichen Dank für die Einblicke in das Leben eines Hafenkapitäns und natürlich auch die Erzählungen eines Seemannes. Ich hoffe, dass Sie sich anlässlich des Hafengeburtstags dann trotzdem noch mal ein Bierchen aufmachen und das im Stillen genießen und das nächstes Jahr natürlich wieder groß gefeiert wird. Ich bedanke mich sehr für die Einblicke und sage Ahoi. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost.